Ah, ja, hier, Zaubertisch. Wie weit ist er denn? Wie weit kann ich ihn schon verzaubern hier? Naja, Stufe 10. Schon mal anfangen. Ja. Hast du schon irgendwo Bambus angebaut? Nope. Ne, das war sehr schlau von dir. Oh, ich habe ganz viel Bambus, aber ich baue ihn nicht an. Was hat er hier so noch in den Truhen? 34 Bambus im Inventar, 64 ja, dann baue es mal an. Noch mal 11 Blätter. Ja, dann gib mir Holz. Erstmal, dann mache ich weitere Bücherdinger. Ach so, du brauchst. Ach so, für die Regale. Sagst du. Ja. Ja, dann sag das doch einfach. Hab ich doch. Nee. Habt ihr gesagt? Nein, Holz. Hast du nicht. Doch, aber. 2 mal 64 Wolle und die Schafe sind immer noch nicht fertig geschoren, ich glaub's. Oh. Wächst so schnell nach, die Wolle, das ist geil. Einfach nur geil. Ja, ich kenne das ja, in der letzten Staffel, ist mir das auch ein bisschen passiert. Leder? Ich hab ganz viel Leder, wenn du möchtest. Alter, ich brauch keinen Schafstein. Bisschen was kann ich auch beisteuern. Ich hab 46 Leder, ich hab fast einen Stack, ey. Ich hab ganz viele Kühe gekillt. Oh, cool. Bei mir ist das Tal so geil. Da ist ein Meer und umgeben von Bergen. Na ja, ist und ein schick. Großes Tal mit richtig vielen Tieren. Voll geil. Aber du bist nicht bei mir, Marcel. Nee. Weil bei mir. Hey, man kriegt Erfahrung. Passen, wo du bist. Wobei, Cool. Ihr werdet mein Gebiet erkennen, wenn ihr die Wüste seht und da ist dann irgendwo ein riesiger Krater. Also, deshalb, ich gehe dann zu dir und hol mir Leder, okay? Nee, ich gehe auch gleich. Warte mal kurz. Komm, nee, wenn du hier eh gerade angelst, kann ich ja in der Zeit schon mal rübergehen. Ah, ja, Claudio rüchtet dir am Anschlusstag. Kennt jemand, nimm ruhig alles mit. Gestern schon so viel Lack mit den Diamanten und heute schon wieder, ich glaub's nicht. Ja, ist ja Standard. Es gibt ja. Es haben ja mindestens vier Leute Glück mit Diamanten, also passt das doch. War noch nicht mal meinen. Ja, und trotzdem hat er schon 10.000 ja, Diamanten. Noch kannst du es gar nicht sagen, dass ich das habe. Ja, also aber ich nehme es mal an. Redstone habe ich auch schon. So, irgendwie finde ich mal wieder keine Ocelots. Ist auch irgendwie seltener geworden, die Viecher, oder? Die sind aber immer schon selten gewesen. Was? Die sind aber schon immer selten gewesen. Hm. Die haben die niedrigste Spawn-Rate von allen Mobs. Oh. Ja, vorhin, gestern, als ich mein Haus gefunden habe, war ja ein Ocelot da, aber ich hatte halt keinen Fisch. Ich müsste einen flachen Bereich einfach bauen mitten im Dschungel. Dann spawnst du da drin wie verrückt. Mhm. Hab das mal versehentlich gemacht, als ich mir mein Lagerhaus gebaut habe in der Singleplayer-Welt. Boah, mit meiner Ex-Freundin habe ich mal, die wollte unbedingt mal Minecraft ausprobieren und ich weiß nicht, was das für eine komische Version war, aber jedes Mal, wenn du ein Blatt abgebaut hast, spawnte da ein Ocelot. Und die hat die ganze Zeit nur Blätter abgebaut und das waren da einfach nur 1000 Ocelots dann da. Das hat dann so geleckt. Das war total geil. So Leute, ich komm mal zu euch, ich geh mal besuchen, wenn wir mal sehen, wie weit ihr seid und so. Ja. Ohne meinen Dia-Sachen, weil ihr sonst von Anschlägen bedroht. Ja, klar. Wo wohnst du? So, zwei. Das sage ich euch erstmal zuerst. Entenhausen. Aber ihr werdet es finden, das ist ein riesiges Tal und die Wüste mit dem riesigen Krater, also. So, und gut, dass ich meine Pfeile vorhin wahrscheinlich ist ein Tal das Krater. Nein, der Krater ist in der Wüste. Ach, mit dem Holz genau aufgegangen. Oh, das ist auch genau so, dass ich jetzt 15 Bücherregale habe, was ja genau die Menge ist, die wir brauchen. Ja, das ist ja herzallerliebst. Kann ich ja bald verzaubern gehen. Ja, perfekt. No? Ja, genau. Na, oh, läuft doch. Jawohl, dann kann ich auch mal verzaubern. Oh mein Gott, ich habe meine Tiersachen mit. Bam, bam, bam. Zauber ich halt meine. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Aber vorher schau ich nochmal, was der Markt da hinten bring mal für Sepp ein bisschen Wolle mit. Was will ich mit der Wolle? Kannst du dir maximal. Ach, das Stroh! Alter, ich such die ganze Zeit dieses Stroh, ey. Stroh? Was? Ich mein, Zuckerrohr. Achso. Warum unbedingt Zuckerrohr? Achso, ich hab noch 34. Das ist die einzige Pflanze, die mir fehlt. Ich hab noch 34 Zuckerrohr. Ja, jetzt hab ich tatsächlich. Entgefunden. Hast du schon aufgebaut, die Regale? Nein, ich geh erstmal zum Marc und schau mal. Oh, ich will aber verzaubern. Geh danach zu Marc. Geh danach zu Marc. Marc ist jetzt unwichtig. Ich bin schon bei Marc, ich sehe ihn schon. So langweilig. Ist doch einfach nur Buh. Genau deswegen bin ich doch hier schön langweilig. Buh. Geh, Marc. Was kannst du tun? Hey, ich sehe euch. Marc antwortet gar nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Ach, überall diese Blätter. Ach, überall diese Kakaobohnen. Jawohl. Ach, überall diese Aua. Das sieht ja fast schon so aus wie bei dem Server von uns. Jawohl. Gratis kochen. Ja. Wo Jawohl. Sieht das ähnlich aus? Wegen den Blöcken. Oh, das Skelett hat verzaubert worden. Du weißt, was ich meine. Hab ich das jetzt bekommen? Oh, dass du immer so in diesen Vierecken baust. Eins. Soll ich dir mal dein Eisen in deinen Ofen werfen? Nein. Eisenerz? Nein. Gut. Weißt du, Arga, das ist ein gut geplantes Koordinatensystem, was er sich hier aufbaut. Und die Monster spawnen noch und verbrennen dann. Wie geil ist das?
Das ist auf jeden Fall Symmetrie. Ja. Was machst du, Marcel? Ja, ich glaube, ich bin mir jetzt da. Da ist so ein riesiges Gebirge nach der Wüste. Ich bin wieder in eure Richtung gerannt. Ich glaube, ich bin bei euch. Bin nicht auf dem Gebirge. Er ist auf dem Einzelnen. Keiner auf dem Berge, außer du, ja. Stimmt. Er ist auf dem Forever Alone Berg. Ja. Ey, ich bin auch noch auf so einem Berg, also so ein Berg. Ich denke, du baust in dem Berg, also in diesem Kreis. Wow. Alter, hinter uns ist ja noch ein Riesengebirge, ey. Holy moly. Holy moly. Das hast du noch nie gewusst. Nö. Holy moly. Also hinter Mark meine ich jetzt, ne? So. LOL, der Zombie hat eine Rüstung, damit er nicht verbrennt. Ja, wenn die was auf dem Kopf haben, dann verbrennen die nicht. Ja, macht doch Sinn, oder? Wenn ich eine Sonnenbrille aufhabe, ne? Verbrennen meine Augen auch nicht, wenn ich in die Sonne gucke. Zumindest nicht sofort. Ich verklopfe den jetzt mit einer Spitzhacke. Tu das. Ja, meine Spitzhacke geht voll schnell dabei. Jawohl, ich hab den Helm bekommen. Arga, bist du jetzt wieder bei dir? Jawohl. Ich bin auf dem Weg. Ach, ach, okay, hier ist unser Spawn. Wo seid ihr? Ich bin am Spawn. Das ist der Dschungel. Na, da kann ich mir auch mal Kakao snacken. Ja, genau. Schnapp dir Kakao dabei. Platsch. Kann mich mal jemand abholen? Ich bin an dem Fluss, ich sehe den Dschungel und das Gebirge. Und ja, da bist du fast fertig. Ich schaue nur gerade, wie ich hier runterkomme, ohne zu sterben. Ah, verdammt, mit der Schere baut man ja... Nein, und hab meine Scheren mit. Also kann ich mir dieses richtig geile Zeug hier mal snacken. Hier. Kleiner, komm zum Fluss, bis du eine Fackel siehst. Die okay, ich sehe gerade durch den Back Höhlen beleuchtet sind, also bin ich dahin. Und das Witzige ist, er ist größer als Sepp. Größer als du auch, also ja. Mal wollen wir mal nicht die Wahl verdrehen. Noch nicht ganz wahr. So. Kleiner da ist jemand, in Eisenrüstung. Das bin ich. Oh, endlich beim Gewimmel. Hi, Arga. Hi. Oh, danke voll. Oh, da hat der Mann dabei! Warte mal, also. Nee, schon okay, ich schlag dich doch nicht weiter. Hattest du gerade einen Kettenhelm auf? Das ist. Hast du einen Kettenhelm auf? Ja, hat er. Hä? Der Zombie hat er doch eben erzählt. Ach so, okay, cool. So hörst du zu. Hey, ich wüsste doch, dass ich euch nicht zuhöre. Na, Kettenhelm kriegt man durch Zombies, oder? Ach so, ja, genau. Cool. So, Arga, wie weit ist denn zaubertisch? Fertig. Gut. Das sind noch keine 15. Man kann es nicht zählen. Das sind 15, zählen. Oh. Haben wir die Schere mittlerweile auch verzaubert? Ja, aber garantiert. Nee, kann 4, man das sind 8, das sind 12, 13, 14, fuck. Aber es reicht schon für Stufe 30. Nee, 15, stimmt, der eine dabei. Ja, Felix. Alter, komm ich jetzt mal in Stufe 21 hier. Ja. Und wo wohnt Felix? Ich mal weniger. Du gehst den Dschungel, gehst hinter den Berg und dann einfach weiter geradeaus. An der Wüste entlang und dann irgendwann bist du da. Marcel, komm zu meinem Höhleneingang. Ja, bin ich doch. Schau mal hinter dir. Ach da, ja, da in der Richtung Hallo. Musst du einfach. Kommt du mal was drüber, du siehst dann immer weiter in die Richtung. Du siehst den Berg ohne Kuppe, Marcel. Über den großen Berg drüber und dann dahinter. Kuppe. Du siehst den Berg ohne Kuppe. Ja. Alter, krieg ich jetzt mal hier Stufe 20? Mark ist ein Tempel. Wo ist denn der Dschungeltempel, wo Mark wohnt? Das würde ich mir auch mal gerne anschauen. Ach, ich führe dich mal. Also es ist jetzt wie mit den Bildern. Ich werde jetzt einfach eine Viertelstunde dastehen und bis so lange warten, bis ich irgendwann mal Stufe 20 kriege zu verzaubern. Da ist er. Aber das wird heute nicht mehr passieren. So, als erstes gehen wir mal zum Sepp. Denn der ist quasi offen. Lol. Ich hatte gerade zwei, die man schon. Ach komm, was soll's. Effizienz 2, na immerhin. Was ey, klau ihn seine Diamanten. Wenn er welche hätte. Denken sie wieder mit, okay. Und ich verzauber sie in der Ho. Verzaubern vor allem. Aber die will ich. Alter, haben. Es ist ein Film. Ich bin gerade mal wieder in der Tür gebackt. Genau. Ich hab so, ein Behutsamkeitsbuch noch rein. Ah, das ist Sepp. Ja. Aber jetzt. Aber nicht das Haus. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen weiter, du. Ja, du warst ja noch nicht unten. Ich baue ja nicht in die Höhe, sondern nach unten. Ich glaube nicht. Ey, ich glaube, wenn ich ihm die Fische wegnehme, ist das wie das Schock des Lebens. Dann nehme ich die andere Dinge weg. Da fühlt er sich heute aber richtig gedisst. Das war ja mit den Bildern schon schlimm genug. Dann nimmt er dir dein Leben. Hier unten, Mine. Ja, ich habe auch so eine private Mine. So, und dann geht's jetzt weiter. Es soll ja keine Mine werden. Ja, zu seiner Höhle da unten. Wo wollen wir jetzt hin? Hier lang. Voll gemischt. Okay, die Fische drin gelassen. Zu seinem Glück. Aber den hat er gleich geguckt. Ich glaube, das mit den Diamanten waren voll eine Lehre, hä? Ja, natürlich, euch kann er ja nicht vertrauen, wenn ihr bei mir seid. Aber ich hab mir mal ein paar Dschungelsätze. Ja, ja, nehmt dir alles, ist okay. Nehmt ihr ruhig alles mit, brauchst nicht zu entschuldigen. Machen die anderen auch. Sepp, ich hab noch nie was von dir genommen, ohne zu fragen. Hey, hier ist ein Ocelot. Super lecker. Wo?
Warte, lass ihn mal stehen. Nicht wegschmeißen. Töte ihn. Ist ja scheiße. Okay, er ist weg. Nee, das hier ist ein zweiter. Das ist ein Baby-Ozelot sogar. So, und das hier ist übrigens Mark. Alter. Hey, guck mal, ein Baby-Ozelot, ein großer Ozelot. Und das ist Mark. Ein Mensch. Weißt du, er hier wieder mit so einem Kram? Halt, eben Schock, da kommst du. Lol, ich hab Farn und Gras im Inventar. Wie hab ich denn das? Achso, durch die Schere. Ist ja cool. Hui. Ich kann mir Gras anpflanzen. Alter. Au! Hau mich nicht. Geh mir nicht im Weg. Hau mich nicht. Alles, was im Weg steht, wird vernichtet. Richtig geil. Das mag ernsthaft so einen geilen Tempel. Ich hab meinen. Ich hab auch schon einen zweiten gefunden. Und ich hab meine Pyramide hochgejagt, Mongo. Ja. What the fuck? Oh, ich hab schon mit Gras in der Hand. Hey, da ist ein Creeper. Hallo, Mr. Creepermann. Oh ja, Mark hat aber auch schon nicht mal. Keine Angst, Mark, ich klau nichts. Vor allem, woher soll ich Diamanten haben? Ich war noch nicht an meiner Mine. Vor allem hat er die geilen Haken, ey. Sag mal. Ja, die gibt's halt in so Tempeln und so. Ich weiß. Achso, die Haken. Ich hab die geilen Haken verstanden. Ja, ich aber auch. Oh. Hier wieder, hier. Mark, da warst du nicht jetzt falsch. Also ich meine, wenn das Felix gesagt hätte oder so, hätte ich es mir ja vorstellen können, aber von Marcel hätte ich sowas halt nicht erwartet, von daher war ich etwas sehr verwirrt. Alter, jetzt mal im Ernst, ja, bin ich jetzt echt der am weitesten? Marcel, so wenn du mich besuchen kommst, bringst du mir ein bisschen Tropenholz mit. Marcel, was mache ich wohl die ganze Zeit? Ich mache die ganze Zeit hier Tropenholz. Ja, ich hab Sepp 5 Tropenholz geklaut. Los geht's. Okay. Wie gesagt, ich erwarte ja sowas. So, jetzt muss ich erstmal auf die Berge da hoch irgendwo sagen. Alter, hier ist aber auch ein episches Gebirge. Gell? Und du rennst weit weg. Naja, ich wollte halt das Perfekte finden. Dann sehe ich diese schwebende kleine Insel dort und denke mir nur, hier, ne, ich baue eine schwebende Insel. Du siehst, was beleuchtet, das bin ich. Und dann noch dieses epische Tal. Ich habe mich wie in Mittelerde gefühlt. Da habe ich gedacht, das ist perfekt. Warum habe ich auf einmal die Fluch der Karibik-Melodie im Kopf, wenn ich Mittelerde höre, Vater Fuck? Was mache ich mal? Machst du mir mal bitte ein Steinschwert? Weißt du, 74.000 Diamanten, ne? Aber, ne? Ja. Ja, die habe ich nicht mitgenommen. Man müsste ja noch die Technologie besitzen, um sie zu verarbeiten. Damit so etwas wertvoll ist. Das nächste Mal für euch Krieg. Dann komme ich mit Krieg. Jetzt nur so Lage checken und jetzt habe ich und erhöhle ich euch. Und dann greife ich euch an, ihr wisst ja nicht, wo ich bin. Pff, was interessiert mich das? Wobei, eine fliegende Insel wird man sehen. Nö. Aber ich glaube, ich mache das so, dass eine Schaltung, dass wenn ich sagen will, der Eingang wird gesprengt, wenn irgendjemand noch da hochgeht, und dann sprengt sich dieser Eingang zur Insel. Ich hoffe, du verbaust dich so, dass alles in Luft sprengt. Ich kann dir was geben. Alter, dann habe ich so ein riesiges Königreich der Insel. Aber das ist... Hey, dann hast du... dann hat er ein Königreich der Himmel. Der war richtig schlecht. Scheiße. Ja. Der war selbst für deine Verhältnisse schlecht. Oh, ich muss mal meine Sicht weiter auf weit stellen, Alter. Ich bin... Hat er gerade weiter auf weit gesagt? Sicht weiter auf weit. So, ich hab weiter auf weit verstanden. Ich verstehe heute allgemein den ganzen Tag schon so ganz eng so Mist. Ich bin jetzt auf so einem Berg hier. Zwischen mir ist Wüste und Dschungel. Und da ist noch so ein Berg. Der einsame Berg. Ja, aber ich bin hast mich. Nicht. Hast du mich gesehen? Nee, den muss man einen 1 zu 1 nachbauen. Ich muss noch langlaufen. Bist du am Wüstfluss? Nee, da ist kein Wüstfluss. Sepp, wie sieht's aus mit der... Doch, da drüben fängt einer an, aber ich bin noch in der Richtung zur Schneelandschaft. Soll ich dir mal ein Stückchen entgegenlaufen kommen? Hallo, Skelettmann. Ja, das wäre nett. Na, aber ich hab nichts zu essen. Das ist gefährlich und ich hab noch... Ja, das kann ich dir ein bisschen geben. 92 GB, wir müssen aufhören. Muss ja erstmal heile dahin kommen, das ist ja das Problem. Ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.